meine Lieben. Ja, ich habe wieder ein neues Unboxing-Video für euch. Und zwar geht es um das Album Für die Ewigkeit. Ich hoffe, man kann das gut sehen. Das ist eine riesengroße Fanbox. Bin wirklich sehr überrascht über die Größe. Das Album ist am 20. Oktober rausgekommen. Sollte eigentlich diese Woche, also am 26. Oktober rauskommen. Ich denke, dass es vorgeschoben wurde, weil es dann beim Schlagerboom vorgestellt wurde. Und ja, egal wie, ich halte es jetzt auch in den Händen. Meine Bestellung kam ein bisschen später an, warum auch immer, nicht weiter tragisch. Wir packen sie jetzt einfach mal aus. Und ich muss halt echt sagen, sie ist wirklich wahnsinnig groß. Das ist die Hülle, übrigens das hier der Hintergrund. Und man sieht dann eigentlich schon, was drin ist, aber ich zeige es euch trotzdem mal ganz in Ruhe, ehe wir auf das Album kommen. Eine riesige weiße Box, die sich auch nicht ganz so leicht öffnet, habe ich jetzt schon einmal feststellen dürfen, weil ich das Album schon ausgetauscht habe, weil mein Album ist unsigniert gewesen. Die liebe Petra hat die Jungs in Leipzig, nee, Magdeburg, ich weiß gar nicht, wo es war, gesehen und hat es mir signieren lassen. Deswegen habe ich es einmal ausgetauscht. Wundert euch also nicht, dass mein Album signiert ist. So viel zum Thema. Dann, wenn wir die Box auspacken, stolpert uns als allererstes eine wunderschöne, mal gucken, wie ich das jetzt hier scharf stelle, eine wunderschöne Tasse entgegen. Und natürlich hier auch noch Team 5 für die Ewigkeit. Ein süßes Hellblau oder Babyblau, wie man eigentlich auch oft sagt. Dann kommt als nächstes das Schlüsselband, sehr bunt gehalten, mit schwarz-weißen abwechselnden Bedruckungen mit Team 5. Was kommt als nächstes? Zwei Armbänder, auch einmal in Babyblau, Team 5 drauf mit weißer Beflockung. Und einmal in so einem schönen Babyrosa. Das Licht ist ein bisschen zu krass, sehe ich gerade, tut mir leid. Also in rosa, auch mit weißer Aufschrift Team 5. Dann the next haben wir, Nägel nicht raus, eine Autogrammkarte. Ganz süß gemacht. Hier nochmal dann der gleiche Hintergrund. Und dann haben wir ein riesengroßes Poster, beidseitig bedruckt. Einmal, ich hoffe, man sieht es jetzt. Ups, ich fall gleich um. Bums, alles war unten. Also einmal dieses riesige große Poster. Und einmal so. Das war, glaube ich, bei dem Videodreh von Ayo. Und das andere, ist, glaube ich, einfach ein Bandfoto. Da kann man sich dann entscheiden, was man mehr mag. Und dann habe ich einmal so eine CD, das ist die unsignierte, die bei mir drin war. Wie gesagt, ich habe von der lieben Petra noch eine bekommen, die signiert ist. Ja, und das dann zu dem Fanbox-Inhalt. Es gab noch als Überraschung eine Chance auf zwei All-Access Area Pässe, AAA-Pässe, inklusive Meet and Greet. Ich weiß nicht, ob ich die Spannung jetzt einfach schon mal rausnehme und sage, dass ein Fan sie schon bekommen hat. So viel zum Thema. Also da braucht ihr euch keine Hoffnungen mehr machen. Ich verrate jetzt hier mal nicht, wer es war oder wer sie hat. Ich habe sie nicht. So viel zum Thema Nummer 1 und dem Unboxing. Und mal gucken, ob ich jetzt hier die hübsche Hülle noch wieder rüber bekomme. Und fertig ist die Fanbox. Ich darf so viel verraten. Stars & Scenes wird im Dezember einen Adventskalender haben. Und
Ja, so zwei Drittel der Box werde ich dort reintun. Zu welchem Tag und wann werde ich jetzt hier noch nicht verraten. Aber wenn ihr Bock habt, den Inhalt zu gewinnen, dann schaut bei uns auf Instagram vorbei, Stars and Scenes. Folgt uns. Wir haben, wie gesagt, einen Adventskalender, jeden Tag eine Überraschung zu gewinnen. Und ja, darauf freue ich mich schon. Und deswegen freue ich mich auch schon, ein kleines bisschen den Inhalt an euch weiterzugeben. Und damit dann andere Leute glücklich zu machen. Kommen wir zum Album. Ich würde lügen, wenn ich sage, ich habe es mir noch nicht angehört, aber das ist eben so, wenn man ein bisschen später die Box in der Hand hält. Und ihr wisst, ich bin ein Musikfan und ich höre jede Musikart und von daher habe ich auch schon in dieses Album mal reingehört. Wir hören uns es trotzdem jetzt an, wie immer auf Spotify. Das Album hat 16 Songs, geht damit 54 Minuten. Und ja, ich würde mal sagen, wir hören rein. Dann kommt als erstes der Song Everybody. Und ich glaube, den Song muss man jetzt nicht großartig erklären, von welcher Band er ursprünglichen kommt. Wie ihr wisst, ja, Team 5 nimmt sich ältere Songs von Songs, die es auf Englisch gab oder gibt, besser gesagt, und nimmt dann einen deutschen Text zu und performt ihn dann halt in ihrem Style. Kommen wir, wie gesagt, zu Everybody von Team 5 mit dem ersten Song auf dem Album Für die Ewigkeit. Ich darf, wie gesagt, immer nur 30 Sekunden circa einen Song spielen. Also nehmt es mir nicht böse, wenn wir die Party jetzt einfach mal kurz abbrechen. Das, wie gesagt, Everybody von Team 5. Der zweite Song sollte, glaube ich, schon in jedem Ohr drin sein, weil er ja auch schon zweimal bei Florian Silbereisen vorgestellt wurde. Ayo, ayayayayayayayo, ayo. Ja, so ein Song beginnt halt normalerweise ein bisschen nach 30 Sekunden. 30 Sekunden, die darf ich nur abspielen, wie gesagt. Hört auf jeden Fall ins Album rein, um die ganzen Songs zu hören. Der dritte Song wurde auch schon von den Jungs vorgestellt. Gibt es auch ein schönes Video zu. Für die Ewigkeit. Der Song, der auch quasi das Album bestimmt, weil das Album ja auch Für die Ewigkeit heißt. War jetzt schon mehr als 30 Sekunden. Wir können gerne mal ein kleines Quiz starten. Ihr könnt ja mal unten in die Kommentare reinschreiben,
ob ihr zu jedem Song den Originalsong kennt. Ich werde in die Infobeschreibung die Originalsongs schreiben. Wer natürlich schmulen möchte, kann es auch machen, aber probiert es mal zu erraten. Dann Nummer 4. Ich will nochmal die Zeit. Ich denke, der Song ist auch bekannt soweit, zumindest im Original. Als nächstes Mon Cherie. Ich fand ja bei den Team 5 Songs eigentlich total gut, dass sie eigentlich alle so zum Tanzen einlädt. Es sind aber auch einfach mal Boyband-Songs und seien wir mal ehrlich, auch wenn wir sie wahrscheinlich heutzutage nicht mehr so großartig hören, wenn wir Boyband-Songs hören, müssen wir tanzen. Es macht uns fröhlich und ja, irgendwie deshalb mag ich auch das Ganze um Team 5 herum, weil Boyband-Songs einfach glücklich machen. Dann, jetzt egal, was andere sagen. Auch da, ich glaube, ist der Originalsong definitiv noch im Ohr. Ja, kommen wir zu Wundervoll. Ich muss sagen, als ich das Album so ein bisschen durchgehört habe, war das so mein Lieblingssong. Auch da weiß man den Originalsong aber sofort, würde ich behaupten. Und ja, das war einfach so meine Boybandszeit. Ich bin ja 1995 geboren, dementsprechend habe ich so die 90er nicht mehr ganz so mitgemacht, auch wenn ich natürlich sehr viele Songs daraus kenne. Aber ja, das war dann eher meins so. Auch da würde ich sagen, erratet ihr sehr, sehr schnell, wo das Original herkommt. Das macht dich so wundervoll. Ich denke, ihr wisst, von was das Original ist. Aber ich muss auch sagen, diese deutsche Version ist echt der Knaller. Also ich mag ihn wirklich sehr. Und eigentlich hat das ja auch mal positive Sachen, dass die Jungs von Team 5 deutschen Text zu machen. Dann kann auch diejenigen, die nicht so gut Englisch verstehen, den Text verstehen. Ja, eigentlich eine gute Sache, würde ich behaupten. So, wir sind so ungefähr in der Mitte. Und der nächste Song heißt Solange wir uns lieben. Musik.
no words needed, würde ich behaupten. Und deswegen kommen wir auch zum nächsten Song. Ich komme gar nicht aus dem Tanzen. Ich hätte so Back jetzt richtig alle Songs mal durchzuhören vom Album. Der nächste Song, Angelina. Angelina Corazon. Ja, ach, wie gesagt, ich könnte einfach alle Lieder durchsingen, tanzen. Ich hoffe, euch geht's genauso und ich mache euch Spaß auf das Album. Zum nächsten Song, ich weiß gar nicht, ob ihr das wusstet. Jay Khan ist ja auch Songschreiber, Songwriter. und ganz, ganz, ganz lang vor As Five, würde ich sogar noch sagen, hat er mal für Popstars einen Song geschrieben. Die Band hieß Overground. Und die hatten einen Song, der hieß Schick mir einen Engel oder Nenn Engel. Und der Song hat es tatsächlich auch aufs Album geschafft, obwohl das natürlich ein deutscher Song schon ist. Aber er ist auf dem Album. Und ich muss sagen, ich mag ihn sehr. Vielleicht ihr auch. Schon bei einer Minute. Die GEMA wird mir wahrscheinlich so krass wieder ans Bein pinkeln, so von wegen Video, Urheber und weiß ich nicht was. Mir egal. Ich möchte damit nicht Geld verdienen, sondern ich möchte euch dazu anreizen, dieses Album zu kaufen. Ja, schickt mir einen Engel. Kommen wir zu Der Grund bist du. Ja, auch das, glaube ich, sehr bekannt, von welchem Lied sie sich da bedient haben. Ja, ich glaube, ich brauche nicht jedes Mal beim Song jetzt sagen, ihr wisst Bescheid und so, aber ich denke, ihr wisst wirklich Bescheid. Die Jungs machen da eine super Arbeit, das aufs Deutsch übersetzen und sie schaffen es auch, dass es melodisch bleibt. Und ja, als nächstes Baby Come Back. Sind nicht viel. Oh Gott, jetzt kommt hier Spanisch. Gerade schon Angelina Corazon. Corazon heißt übrigens Herz. Jetzt kommt Por qué te vas. Ich hätte nie gedacht, dass mir das mal passieren kann. Auf
weil man Stoffe gab. Mir war also, als kann ich liegen. Ein großer Blick von dir und du zogst mich in deinen Bann. Vielleicht ist da was dran mit dir immer und große Liebe. Solo, wir sind heute allein. Rosa, ist der Platz noch frei? Nina, dieser Drink geht auf mich. Buenos dias, mi amor, du bist gut, komm, wir trinken langsam. Ja, Porqué de Vas. Kommen wir zu den letzten drei Songs. Mensch, also es tut mir auch wieder leid, dass es das Video jetzt schon nur 22 Minuten geht. Ich sollte mich eigentlich kürzer fassen. Geht beim Unboxing nicht, aber ich beeile mich. Jetzt kommt ein Song, da war ich ein bisschen überrascht, weil sehr viele Künstler den mittlerweile ins Deutsche übersetzen. Eventuell kennt ihr ihn von Matthias Reim und Julian Reim. Den haben sie ja auch schon zur Tour mitgenommen. Und jetzt wagt sich auch Team 5 dran. Und zwar heißt der Song Vater und Sohn. Es ist zu früh, etwas zu ändern. Komm, entspann dich einfach wieder. Du bist jung, das ist kein Fehler. Doch du weißt so viel noch nicht. Die große Liebe, das erste Haus, vielleicht ein Ring und eine Familie. Schau mich an, es braucht Zeit, doch ich bin glücklich. Ein sehr, 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 sehr emotionaler Song und er hatte mich bei Julian Reim und Matthias Reim schon sehr mitgenommen. Ich finde, zu einer Boyband passt er jetzt nicht so krass, kann aber verstehen, dass die Jungs den Song sich ausgesucht haben. Auch da könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Kommen wir zum vorletzten Song und da muss ich halt echt sagen, bin ich ein bisschen überrascht, also noch mehr überrascht wie vorher schon. Und zwar gibt es von Jay Khan und Prince Damien Solo-Songs auf dem Album. Und da stellt sich meine erste Frage, warum nicht auch von den anderen dreien, beziehungsweise zweien, weil ich glaube, die Nice hat keine Solo-Songs rausgebracht, aber Daniel und Joel haben ja schon mal Solo-Songs rausgebracht. Und die zweite Frage, muss das jetzt auf einem Album sein, wo die Band eigentlich die Hauptrolle spielt? Aber nur meine Meinung dazu. Und jetzt kommt erstmal ein Song von Jay Khan Solo und zwar ist der Song Bauchgefühl. Wie ihr wisst, habe ich Jay schon sehr, sehr lange begleitet und kenne den Song schon. Aber jetzt ist er einfach mal auf dem Album drauf, was natürlich auch gut ist, aber vielleicht hätte er ihn solo rausbringen sollen. Egal, Bauchgefühl, Jay Khan. In den ganzen Song rein. Wir kommen jetzt zum letzten Song von Prince Damien, immer noch verliebt. Halt mich fest, denn die Zeit mit dir war wunderbar. Unsere Träume waren zum Greifen nah. Doch das Leben hat einen anderen Plan. Und ich check's, du warst immer schon mein Hauptgewinn. Auch wenn wir mal anderer Meinung sind. Und die Zeit uns zeigt, das passt so nicht. Ja, das waren alle Songs von dem Album für die Ewigkeit. Ich hoffe, ich konnte euch überzeugen, das Album zu holen. Die Jungs werden wahrscheinlich noch ein paar Signierstunden gehen oder Autogrammstunden, wie man sie nennt. Und da könnt ihr euch auch das Album holen. Herzlichen Glückwunsch eigentlich nochmal an Team 5, für dass das Album es in die Top 10 geschafft hat.
Und ja, mehr gibt es meinerseits nicht zu sagen. Holt euch das Album oder die Fanbox. Abonniert uns, gebt uns ein Like, kommentiert das Video, aktiviert das Glöckchen, folgt uns auf Instagram. Es gibt am 30. November, wo Stars and Scenes 7 Jahre alt wird, eine riesengroße Überraschung. Dazu gibt es eine Fanaktion. Macht dort gerne mit. Ja, das war's. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, wann auch immer ihr das Video hört oder seht, besser gesagt. Alles Liebe, eure Jessie Jazz von Stars and Scenes.